gibt drei große Trends am Arbeitsmarkt. Das ist das Thema Digitalisierung, das ist der demografische Wandel in Deutschland und das ist die Beschleunigung von Arbeitsprozessen. Da gibt es zum einen die Generation Y, die Generation Z, die Digital Natives. Die sind mit den digitalen Möglichkeiten, mit der Technik aufgewachsen. Die erwarten diese Flexibilität in der Arbeitswelt genauso, wie sie sie kennen. Dann gibt es die Professionals, die schon ein paar Jahre im Berufsleben stehen. Diese Generation versucht den Spagat zwischen Familie und Beruf sehr, sehr stark unter einen Hut zu bekommen. Da gibt es möglicherweise Kinder, möglicherweise ist auch die Pflege von Angehörigen schon ein Thema. Je später Kinder in der Familie da sind, umso mehr wird das sogar eine Doppelbelastung. Und dann gibt es die dritte Generation. Durch den demografischen Wandel wird die Arbeitnehmerschaft älter und dort gibt es Interessen, die Rolle noch einmal zu wechseln oder die Arbeitszeit zu verändern. All diese drei Generationen eint, dass sie die Flexibilisierung der Arbeitszeit einfordern. Unternehmen reagieren in vielfältigster Weise darauf. In Deutschland Teilzeitarbeit, Jobsharing, Homeoffice sind Möglichkeiten. Dann zum Thema Kinderbetreuung, die Betreuung der unter Dreijährigen, die noch ausgebaut werden muss, die Betreuung von Schulkindern. Da kann man selber Plätze anbieten als Unternehmen oder aber bei der Vermittlung von externen Plätzen helfen. Das dritte große Thema ist das Thema Pflege. Man kann beispielsweise den Arbeitnehmer zeitweilig freistellen, damit er Zeit für die Pflege von Angehörigen hat. Neben dem Angebot der flexiblen Arbeit und den Rahmenwerken, die Unternehmen haben müssen, und neben der Technik, die uns hilft, in dieser digitalen Welt miteinander zu arbeiten, wird sich die Rolle der Führungskraft im Unternehmen ändern. Die Führungskraft der Zukunft wird sehr viel stärker als Coach agieren müssen, wird sehr viel stärker als Vorbild im Unternehmen agieren müssen, auch als Vorbild, flexible Arbeitsweise selbst zu testen. Es ist weniger hierarchisch, wir werden agiler zusammenarbeiten. Teams werden sich projekthaft zusammenstellen für 3 bis 6 Monate. Am Ende des Tages geht es um Vertrauen. Der Arbeitnehmer muss der Führungskraft vertrauen, das Bestmögliche für den Arbeitnehmer bieten zu können. Und die Führungskraft muss dem Arbeitnehmer vertrauen, der im Homeoffice oder virtuell in einer anderen Lokation das Arbeitspaket liefert.